Uber darf in Arizona vorerst nicht mehr fahrerlos testen. Nach dem tödlichen Unfall vor einigen Tagen hat der Gouverneur des US-Bundesstaates Arizona, Doug Ducey, am Montag vorerst die Erlaubnis zurückgezogen, dank der Uber bisher hier seine selbstfahrenden Autos auf öffentlichen Straßen testen durfte. Bei dem Unfall war eine 49-jährige Frau in einem Vorort von Phoenix in der Nacht beim Überqueren einer Straße getötet worden von einem fahrerlosen SUV von Uber. Der Gouverneur nannte die Bilder, die die Polizei danach veröffentlichte, alarmierend und verstörend. Er nannte den Unfall einen fraglosen Fehler. Der Stopp dieser Versuche dürfte für den Konzern Uber, der Personenbeförderung auf verschiedene Weise vermittelt, ein gewisser Rückschlag sein. Denn fahrerlose Autos sollten für Ubers weitere Expansion ein nächster wichtiger Schritt sein. Bisher war Arizona eine gute Gegend für Uber, viel Platz auf den Straßen, gutes Wetter und kaum Regulierung. Mittlerweile ist etwa die Hälfte der rund 200 selbstfahrenden Autos von Uber in Arizona stationiert.